Markus Bühl das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit der Einführung der Lkw-Maut 2005 galt das politische Versprechen, dass die Erlöse der Maut dem Ausbau und Erhalt des Verkehrsträgers Straße zugutekommen sollen. Schaut man sich die Zahlen für nächstes Jahr an, stehen 15,2 Milliarden Einnahmen aus der Maut lediglich 9,1 Milliarden Euro für Erhalt und Ausbau unserer Straßen zur Verfügung. Versprochen, gebrochen. Unsere Straßen sind ohne die grüne Ideologiebrille betrachtet unsere Hauptschlagadern, indem sie 80% des Verkehrs abwickeln. Der Straßenbau und die Instandhaltung sind damit absolut prioritär zu behandeln. Und genau das spiegelt Ihr Haushaltsentwurf absolut nicht wider. Sie haben es in knapp 3 Jahren Regierungsverantwortung nicht geschafft, richtige verkehrspolitische Weichenstellungen zu ergreifen. Ihre Klimatransformation transferiert auf jeden Fall eines, das Geld aus den Taschen der Bürger in die Einnahmetöpfe der Ampel. Ihr grüner Transformationstraum ist ein Albtraum für die Bürger in diesem Land. Unterdessen herrscht ein nie zuvor dagewesener Sanierungsstau. Statt durch Ihr Kabinett Radwege in Peru und Infrastrukturprojekte weltweit bezahlen zu lassen, müssen unsere maroden Straßen und Brücken saniert werden. Und das zügig, bevor noch mehr Brücken die Abrisssprengung droht, wie im Ramedetal. Die vergangene Nacht teilweise eingestürzte Carola-Brücke in Dresden, über die die Bundesstraße 170 verläuft, erhielt im betreffenden Abschnitt bereits vor längerer Zeit die Zustandsbewertung nicht ausreichend. Nur Minuten vor dem Einsturz passierte noch eine Straßenbahn die Brücke. Dass es nicht zur Katastrophe kam, war purer Zufall und Glück. Dieses Jahr verbleiben 2 Milliarden Euro Ausgabenreste bei Investitionen in Bundesschienenwegen ungenutzt. Und gleichzeitig wollen Sie diese Ausgaben nächstes Jahr um weitere 1,8 Milliarden Euro steigern. Das ist eine völlig unseriöse Haushaltspolitik, die den Menschen Sand in die Augen streut und Investitionen vorgaukelt, die gar nicht realisiert werden können. Sie bauen potemkinsche Dörfer, Herr Wissing. Und da sind wir auch schon bei einer weiteren großen Baustelle, die Deutsche Bahn AG. Am Beginn Ihrer Amtszeit, Herr Minister, sprachen Sie über die Notwendigkeit, die Deutsche Bahn neu aufzustellen. Ergebnis? Mangelhaft. Sie lassen den Bahnvorstand einfach gewähren, der in aller Ruhe im Auslandsgeschäft tätig ist, während das eigentliche Kerngeschäft Eisenbahn in Deutschland leidet und die Infrastruktur verkommt. Verantwortung sieht anders aus. Im nächsten Jahr wollen Sie das Eigenkapital der Deutschen Bahn um 10,4 Milliarden Euro erhöhen. 10,4 Milliarden Euro, getreu dem Motto, der Vorstand wird es schon richten. Nein, Herr Wissing, dieser Vorstand gehört abgelöst. Ohne Strukturreform bei der Bahn und ohne Beendigung des Auslandsgeschäftes darf es keine weitere Kapitalerhöhung durch den Steuerzahler geben. Sie die Deutsche Bahn braucht endlich einen Neuanfang mit neuer Struktur und Gesellschaftsform. Sie kommen Herr zum Minister, Ende, bitte. Fangen Sie an, dieses Versprechen Sie einzulösen. Kommen bitte zum Ende, Herr Danke. Kollege. Danke schön. Die Kollegin Dr. Paula Pichotta hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.